Yo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal endlich um Halo 4. Ja, hier bin ich gerade im Menü. Machen wir mal hier auf Find Game. Und wir suchen jetzt einfach mal irgendeine Playlist, denn das geht jetzt hier eigentlich nicht wirklich um das Gameplay von mir, weil Live-Commentary ist sowieso ziemlich schwierig. Ich kann mich meist nur auf eine Sache konzentrieren und das wird jetzt eben heute das Reden sein. Deswegen, oh, es gibt Team Snipers? Geil, okay, wir suchen Team Snipers, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich schon echt sehnsüchtig darauf gefreut. Dann kann ich es ja direkt mal testen. Ja, und zwar will ich euch heute mal meine Meinung zu Halo 4 sagen. Was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Zuerst mal, Halo 4 ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das mal vorneweg. Vielleicht hört sich jetzt gleich das Commentary so ein bisschen negativ an, aber es ist ein gutes Spiel, ja? Kein sehr gutes Spiel, es ist ein gutes Spiel. Okay, warte, erstmal hier auswählen. Ja, fangen wir mal direkt an. Okay, Ragnarok ist ein Remake von Valhalla, finde ich schon mal sehr gut. Aber wir fangen erstmal mit den positiven Dingen an, denn da habe ich bisher relativ wenig gefunden. Das heißt, also die negativen Dinge überwiegen, weil ich jetzt da speziell darauf geachtet habe. Also nicht falsch interpretieren. Also, zunächst einmal, Halo 4 im Vergleich zu Halo Reach kann man gar nicht mitzählen. Halo 3, sagen wir jetzt mal. Es ist einfach ein flüssiges und schnelles Gameplay. Also, wer mal den Unterschied gemerkt hat, also hier kann man einfach wunderschön flüssig zielen, spielen. Allein das ganze Gameplay macht einfach nur Spaß. Dann, okay, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mich teilweise mal ein bisschen auf das Gameplay konzentrieren, weil Team Snipers, ich wusste gar nicht, dass es jetzt schon draußen ist. Gestern war es, glaube ich, noch nicht da. Deswegen muss es, glaube ich, heute gekommen sein. Heute ist auch Montag, oder? Ja, heute ist Montag. Von daher ist es heute gekommen. Ja, doch, muss so sein. So, der nächste positive Punkt ist Hitscan. Das heißt, es gibt teilweise weniger Lags, die Schüsse connecten. Also, wenn der Host ganz okay ist, dann connecten die Schüsse immer. Das heißt, man killt sich hier auch mal häufig gegenseitig. Infinity Showdown. So, Infinity Showdown. Sniper, Sniper Rifle. So, mal testen. Jetzt kurz mal Fokus auf das Gameplay. Ich rede dann gleich weiter über die negativen Dinge. Keiner liftet, okay. So, ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt. Das kann also böse enden. Okay, es leckt ein bisschen. Man hat es vielleicht gesehen. Man hat es vielleicht gesehen, die Schüsse connecten so ein bisschen zu spät. Also ich sag mal vielleicht eine Viertelsekunde, halbe Sekunde, irgendwie sowas ist das dann. Okay, der trifft anscheinend auch ein bisschen. Ich bin jetzt nicht wirklich trainiert hier oder geübt. Ich habe keine Warm-up gemacht etc. Deswegen bin ich jetzt wirklich echt ziemlich schlecht. Und der ist jetzt hier genau über mir, der Kollege. Okay, hab noch. Also wie gesagt, mein Sniper ist jetzt echt ziemlich grauenhaft, ja. Deswegen erstmal nicht auf das Gameplay gucken. Oder vielleicht doch, aber ich habe jetzt echt keine Warm-up gemacht, weil es mir in erster Linie echt nur um das Commentary jetzt hier geht. Ah, der Kollege hat mir das geklaut. Da hinten war, glaube ich, auch noch jemand. Habe ich gerade gesehen. Oh, okay. Den habe ich nicht gesehen. Da waren drei Leute. Gut, der ist auch schon tot. Hier müssten aber noch welche sein. Hier irgendwo war da hinten nur noch wer, aber ich kann mich auch täuschen, ist doch egal. Okay, der hat ihn schon. Okay, meine Teammates sind ein bisschen übertrieben. Jedenfalls kriege ich gerade keine Kills ab. Ach, da ist doch niemand. So, einen habe ich immerhin auch mal jetzt abbekommen. Wo denn? Da hinten irgendwo. Da. Aber trotzdem, wenn man einen Warm-up gemacht hat, dann ist Sniper, ich finde, viel zu einfach. Es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher als eine Halo 3. Das ist einfach meine Meinung, weil ich musste in Halo 4 so gut wie gar nicht trainieren oder sonst irgendwas tun und man konnte sofort einfach fast alles treffen, so sag ich das jetzt mal. Ich mache jetzt einfach irgendwelche Quickscopes, ich streng mich einfach gar nicht groß an. So, man trifft einfach fast alles. Der andere ist jetzt... da hinten spawnen jetzt alle, okay. Jedenfalls trifft man einfach fast alles. Ich spiele wirklich, die Leute, die mich jetzt hier online öfters kennen oder sehen, die wissen, dass ich überhaupt gar nicht viel Halo spiele, nur am Wochenende mal. Wirklich nur mal, ja. Also echt nicht oft. Das heißt nur Samstag, Sonntag mal ein, zwei Runden. Mehr spiele ich nicht. Und trotzdem finde ich den Sniper viel zu einfach. Ich
Okay, der ist auch tot. Okay, das war jetzt ein... Ja, ich habe noch, doch noch. Also wie gesagt, es laggt hier ein bisschen. Deswegen ist es auch gerade nicht so flüssig, wie es sein sollte. Ja, man sieht's ja. Okay, jetzt weiter zu den negativen Dingen, bevor ich jetzt hier das ganze Video verschwende. Also, Vorteil habe ich, wie gesagt, flüssiges Gameplay alles. Es läuft perfekt, jedenfalls meistens, wenn der Host gut ist. Wenn es ein australischer Host ist oder sowas, dann... Man sieht schon die Connection hier, jetzt habe ich gerade darauf geachtet. Connection ist ziemlich scheiße. Anders kann man sich sagen. So, dann zu den negativen Sachen. Die Maps haben hier, finde ich, kaum eine richtige Struktur, wie man es jetzt zum Beispiel aus Halo 3 kennt. Das heißt, die Maps, es ist total schwierig, Callout zu finden. Die Maps sind einfach so strukturlos, dass man da gar nicht richtig weiß, wo stehe ich jetzt eigentlich hier. Bei zum Beispiel Halo 3, The Pit, also die Grube auf Deutsch, wusste ich sofort, aha, hier bin ich jetzt Bottom Bridge und sowas. Da gibt es einfach genaue Callouts. Man weiß, was man hier als Callout nehmen muss. Also direkt auf Anhieb, selbst für einen Anfänger. Es ist eben einfach, Callout zu lernen. So kann man das, glaube ich, sagen. Ablenkung, okay. Es ist eben total einfach, da die Callout zu lernen. Und hier sind einfach teilweise Maps, ich weiß gerade nicht genau, wie sie alle heißen. Complex, Vortex, Exile, Ragnarok ist noch mit die beste Map, also weil es einfach ein Valhalla Remake ist. Das heißt, hier gibt es eben Callouts, die gab es eben schon in Halo 3 und dann kann man die einfach übernehmen. Aber so schön symmetrische Maps wie The Pit und keine Ahnung, ich finde, die gibt es hier nicht. Haven ist noch mit die beste Map und da kann man vielleicht noch Callouts finden, aber die Map ist einfach komplett, ich sag mal, nicht grau, aber in MLG hat die dann wahrscheinlich das erste Mal richtig Farbenkennzeichnung. Das heißt, man braucht ja Red oder Blue, Blue Spawn, Red Spawn und dann kann man sowas wie Callouts machen. Red Street, Blue Street und so weiter. Ohne Farben kann man sich die schwer merken. Das heißt, man braucht erst MLG und wenn es da keine Kennzeichnung gibt, dann wäre es ziemlich blöd, sage ich jetzt mal so. Wo ist der jetzt hin? Ah, da. Ja, toll, jetzt muss ich nachladen. Okay, da ist auch noch jemand. Abschuss, Massaker. Doppelter Abschuss. Doppelter. Okay, jetzt wollte ich gerade einen Triple machen, aber wurde wohl dann noch nichts. Okay. Das war jetzt ziemlich scheiße. So, jedenfalls, also kommt Struktur. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Die Maps sind einfach nicht so gut wie in Halo 3, auf keinen Fall. Construct, Narrows, The Pit vor allem. Vor allem The Pit ist einfach nur eine der genialsten Maps, wie ich finde. Ja, das war gerade Joke. Was ist noch? Guardian. Guardian, nicht vergessen. Guardian ist einfach nur... Man kann es mit dem Wort nur Porno beschreiben. so. Dann der nächste negative Punkt. Man braucht, wie gesagt, kaum Skill für das Game. BR und DMA. Man trifft auch als Anfänger fast alles. Man macht einfach fast immer einen Five-Shot. So ist es leider. Man sieht es auch hier. Also ich finde, die Sniper ist sehr viel einfacher als eine Halo 3. Das Zielen ist einfacher. Wenn ich jetzt schon Warm-Up gehabt hätte, wäre ich sehr viel besser. Ja, aber jetzt, selbst wenn ich mir keine Mühe gebe und kein Warm-Up gehabt habe, selbst dann ist es noch einfach. Und das ist eben noch nach dem Start von Halo 4. Bei Halo 3 habe ich ohne Spaß ein, zwei Monate braucht man da, um erstmal mal richtig spielen zu können mit der BR und mit der Sniper. Hier habe ich nicht so das Gefühl. Hier macht selbst Anfänger BR mich aus, weil sie eben Glück haben, eher schießen, weil die eben auch alles treffen. So. Und deswegen ist es auch schwieriger, zum Beispiel Gameplays zu machen bei Halo 4. Man kann nicht wie bei Halo 3 sagen, dass ich da Social Slayer spiele. Und ich kann einfach jetzt mal sagen, ich bin einfach etwas besser in Halo 3. Und da kann ich einfach direkt mal in Social Slayer sagen, gut, jetzt spiele ich mal ein bisschen ernster, mache ich einfach mal eine Perfection mit 20 Kills. Und dann schaffe ich das in 50% der Fälle auch. Weil ich dann ernst spiele und einfach nicht sterbe. In Halo 4 geht das fast gar nicht mehr. Also es ist fast unmöglich, weil man hier einfach viel zu schnell stirbt, weil eben jeder besser zielen kann, schneller zielen kann. Das Gameplay ist viel schneller, man hat immer Sprint, man hat irgendeine Armor-Ability noch, man hat Ordnance mit hier Double Damage, ich weiß gerade nicht, wie es richtig heißt. Was heißt das denn jetzt hier?
weiß ich jetzt auch nicht, wie es heißt, ist egal. Man kriegt dann irgendwelche Waffen gespawnt, Sniper zufällig und so weiter. Und man hat Instant Spawn, das heißt, man hat keine Spawnzeit mehr von 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, je nachdem. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Wir machen jetzt einfach noch ein Spiel. So, dann eben, was ich schon angesprochen habe, zufällige Ordnance. Das ist das, was man bekommt, wenn man zum Beispiel 5 Kills oder so gemacht hat, jedenfalls irgendeine bestimmte Killzahl oder Pointzahl erreicht hat, dann bekommt man eine Belohnung, so, sogenannte Ordnance. Das kann dann sein Damage Boost, jetzt ist mir wieder eingefallen, oder Speed Boost oder irgendeine zufällige Waffe. Finde ich wirklich nicht gut. Ich rede jetzt wirklich allgemein über das Spiel, nicht über MLG oder so, sondern was mir einfach allgemein in einem Spiel bisher nicht so gefällt. Ja, in MLG soll es das Ganze nicht geben, aber wie gesagt, ich rede jetzt echt allgemein darüber und nicht irgendwie nur in MLG, ja, da gibt es dann aber nicht und so. Interessiert jetzt überhaupt nicht, das ist jetzt egal. Jetzt sind wir einfach mal Vortex, weil die Map habe ich ja eben noch kurz erwähnt. So. Dann, was ist das nächste hier? Genau, kein Skillsystem. Jetzt werden die ersten sagen, aber es gibt doch ein Skillsystem. Nein, es gibt kein richtiges Skillsystem, so wie in Halo 3. Es ist kein sichtbares Skillsystem. Das heißt, man sieht nur selber seinen Rang, glaube ich, aber den Rang von anderen irgendwie sieht man nicht oder man sieht den eigenen Rang nicht. Irgendwie sowas ist das. Jedenfalls ist es kein richtig offenes Skillsystem. Also die anderen sehen, glaube ich, nicht meinen Rang, sondern ich sehe den nur selber. Super, geil. Bei Halo 3 habe ich zuerst, wenn das Game losging, erstmal geguckt, was haben die anderen für einen Skill. Klar, einige waren geboostet, aber das interessiert auch gar nicht, denn hier kann man gar nicht mehr boosten. Oder jedenfalls ziemlich schwer. Also ich finde, ein normales Skillsystem ist wesentlich besser und man hat einfach keinen Ansporn, weiterzuspielen. In Halo 3 kommt man sagen, ey, komm, Team Snipers, machen wir jetzt erst die 50 hier an diesem Wochenende, zocken wir die ganze Zeit durch. Gibt's hier nicht. Habe ich einfach keinen Ansporn. Deswegen habe ich jetzt schon nach, weiß ich nicht, ein paar Tagen, wo ich Halo 4 habe, teilweise einfach keine Lust mehr gehabt und eben aufgehört. In der Woche habe ich dann eben gar nicht gespielt und nur mal am Wochenende so ein, zwei Runden, weil es gab einfach keinen Ansporn. Ich konnte meine 50 oder sowas nicht machen oder was auch immer für ein Skillsystem. Ja, es gibt eben nur so ein verstecktes Skillsystem, sodass man eben auch Spieler findet, die auf seinem Können sind. Das finde ich gut, ist okay, aber das plus ein offenes Skillsystem, das wäre dann perfekt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe auch schon von einigen anderen gehört, dass es denen ebenfalls so geht und die auch ein offenes Skillsystem besser finden. So, das ist jetzt die Map Vortex. Mal ganz kurz gucken. Das wird jetzt etwas längeres Video. Vielleicht cutte ich es auch in zwei Parts. Ich muss mal schauen. Das liegt aber nur an meinem Upload. Nicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe, so ein langes Video hochzuladen, sondern es dauert einfach Ewigkeiten bei mir. Daran liegt das. Jetzt kommt er hier. Ja, ich choke. Man merkt es schon. Ich choke einfach nur. Oh Mann, ich wusste, dass er da steht und na egal. Wie gesagt, ich habe einfach keinen Warm-up gehabt und bin noch nicht wirklich gut. So, machen wir weiter. Maps sind zu groß, ist der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und das kann wirklich niemand leugnen. Maps sind einfach zu groß. Oh mein Gott, ich toke. Ah, das war wirklich peinlich gerade. Bei Team Snipers, schaut euch diese Map hier an. Hier kann man doch kein Team Snipers drauf spielen, jetzt mal ganz im Ernst. Ach, es ist ein dreckiger. Jedenfalls sind die Maps einfach alle viel zu groß, viel zu verwinkelt. Es gibt keine vernünftigen Maps mehr, so wie The Pit oder Guardian oder keine Ahnung was. Finde ich alle, einfach alle zu verwinkelt. Man kann einfach keine schönen Multikills mehr machen, weil die Maps viel zu groß sind für 4 gegen 4. Schaut euch diese Map mal an. Die spawnen jetzt natürlich gerade passend, aber sonst dauert das natürlich Ewigkeiten, bis man hier mal vernünftigen Multikill macht. Also ich mache jetzt hier überhaupt keinen Multikill, aber bis man die Gegner überhaupt da erstmal findet, das dauert auch Ewigkeiten. Wo ist er jetzt hin? Da oben? Da. So, jetzt muss... Da gehst du wohl tot. Oh Mann, so Abschussmassaker mit meinem Low-Scale, aber die Gegner sind wirklich gerade ziemlich kacke, muss man einfach sagen. Und ich spiele auch kacke, aber die sind nochmal viel, viel, viel mehr kacke. So, nächster Punkt, was hatte ich gerade? Map zu groß, genau. Ah ja, da hörst du wohl auf. Okay, den kriege ich jetzt, egal. Nächster Punkt, zu wenig Waffen auf den Maps. Es gibt wirklich zu wenig Waffen. Manchmal spielt man Infinity Slayer, ist gerade auf so einer 5er-Spree und hat keine Munition mehr. Es ging mir schon so häufig so, dass ich durch die Map gelaufen bin und es gab keine Waffen. Also ich hatte keine Munition, keine Waffen, rein gar nichts.
wieder nur ein Assist. Man läuft einfach wirklich nur ohne zu schießen durch die Map. Das macht dann keinen Spaß. Bei Halo 3 wusste ich, aha, da ist eine BA, da ist eine Sniper, die kann ich nehmen. Super, ich habe wieder Munition, ich habe neue Waffen. War wesentlich besser, fand ich. Es gibt natürlich wieder andere Meinungen, aber es ist auch nur meine Meinung zu Halo 4 und zu den ganzen Sachen hier. Ich choke, es müsst ihr mir auf keinen Fall sagen, dass ich jetzt hier gerade am choken bin. Weil, wie gesagt, ich kann mich auch nicht konzentrieren, wenn ich hier gleichzeitig noch einen Commentary mache. Das ist für mich irgendwie sehr schwierig. Andere können das besser, aber... Oh mein Gott. Jetzt kommt ein No-Scope, komm schon. Na gut, der No-Scope war jetzt ziemlich billig, aber... Oh, Leute, Leute. Ihr wisst gar nicht, was ich hier gerade mache. Das ist peinlich. Sonst bin ich in Snipers immer relativ gut, aber das ist gerade wirklich eine echt lahme Vorstellung, muss ich sagen. Der ist doch hier bestimmt jetzt hier unten, oder? Ja. So, wo sind sie jetzt? Da hinter mir. Okay, jetzt langsam geht es, glaube ich, schon besser. Wie gesagt, nur ein bisschen Übung braucht man dann und dann geht das. Da, zack, Abschlussmassaker. Ja, die campen aber alle. Also die stehen wirklich nur rum und hardscopen die ganze Zeit. Das sieht man immer schön in den Replays. Und da kommen wir schon zum nächsten negativen Punkt. Diese Killcams, genau, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Killcams sind fucking ungenau. Die bringen eigentlich überhaupt gar nichts zur Zeit. Also im Moment bringen die wirklich nichts. Weil die einfach nichts anzeigen. Die Killcams laggen, zeigen nicht das Wirkliche an, wie der Gegner gerade gezielt hat. Und deswegen bringt ihr nichts. Wir müssen manchmal darauf achten, dann seht ihr wirklich einfach, wie der Gegner daneben geschossen hat, obwohl er natürlich getroffen hat. Und deswegen, ach komm, dreckiger Camper, du. Er bleibt einfach im die ganze Zeit im Hardscope, egal. Jedenfalls bringt ihr zurzeit noch nichts. Es wird wahrscheinlich noch verbessert, klar, aber es ist meine momentane Meinung zu Halo 4. Also einfach mal die jetzige Meinung nach 2-3 Wochen oder so von Spielzeit. Und eben noch muss es gefixt werden. Vielleicht ist es jetzt auch schon teilweise gefixt, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz gefixt. Also ich meine, ich hätte eben noch in Infinity Slayer so ein paar Bugs da gesehen. Ich habe es mir nochmal angeguckt, aber eine richtige Killcam wäre auf jeden Fall geil, aber so eine verbuggte braucht man nicht. Bringt ja eben nichts, weil es sagt ja nichts aus, ob wie viel der Gegner getroffen hat und so. Jetzt muss ich mal ganz kurz... So, jetzt muss ich mein Headset hier mal auf Stumm stellen. Jetzt hört ihr wahrscheinlich hier Fischis im Hintergrund. Aber ist mir jetzt auch egal. Der ist jetzt hier in der Party. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich hoffe mal nicht. Ist jetzt auch egal. Ah, No-Scope. Na, komm, dann eben nicht, ey. So Quickscopes schaffe ich irgendwie auch noch nicht so ganz, ey. So. Dann der nächste negative Punkt. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz aus der Party hier raus. So. Weil das nervt einfach, wenn nebenbei noch einer dazwischen labert. So, was hatten wir jetzt? Maps zu groß. Zu wenig Waffen auf der Map hatten wir jetzt auch. Random Waffen Spawns ist der letzte Punkt, glaube ich. In vielen Maps gibt es keine richtigen Spawns. Die Waffenspawns sind einfach irgendwie zufällig und tauchen nach irgendeiner bestimmten Zeit dann auf. Also ich glaube schon irgendwie nach so 2 Minuten oder so sind dann die Waffenspawns wieder. Aber die tauchen meistens irgendwo auf und nach keinem bestimmten Schema. Auf manchen Maps, wie zum Beispiel Ragnarok, ist die Sniper an derselben Stelle immer. Das ist ja okay, aber das ist nicht einheitlich, finde ich. Also auf manchen Maps ist das dann wieder so, auf den anderen wieder so. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall noch ein Kriterium, was ich echt... ziemlich blöd finde. So. Aber man sieht hier schon, die Map ist wirklich zu groß. Ich habe noch nicht mal ein Double Kill, glaube ich, geschafft, weil die Map einfach so riesengroß ist. Oh mein Gott, die Sniper zieht gerade richtig nach, also es laggt einfach gerade wirklich ein bisschen. Die Schüsse, wenn ich schieße, dann schieße ich erst irgendwie ein paar Millisekunden später. Schon wieder. Jetzt aber. Also es ist wirklich gerade ein bisschen komisch. Okay, aber das war's auf jeden Fall zu meinen positiven, negativen Punkten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Halo 4 haltet und was ihr verbessern wollt, was ihr gut findet. Und einfach mal eure allgemeine Meinung und ob ihr euch Halo 4 noch holen werdet oder es schon habt oder so. Wäre echt mal cool, würde mich interessieren. Jawohl, einen auch so.
Also nochmal zum Zusammenfassen, positiv, verdammt flüssiges Gameplay. Es lässt sich sehr viel flüssiger spielen als alle bisherigen Halo-Teile. Es läuft alles schneller ab. Sprint finde ich gut. Allerdings finde ich die Maps eben dazu noch zu groß. Zielensteuerung ist alles super flüssig. Es läuft einfach alles insgesamt besser. Dann Hitscan ist super. Hitscan teilweise weniger lag. Wenn aber trotzdem so ein asiatischer Kackhost ist, dann leckt es eben trotzdem. Also das heißt, es ist noch keine Vorsorge gegen den Lag oder so. Jetzt ist ja schon wieder während der Party, Alter. Was ist denn los? Ach, jetzt ist er hier in meinem Game beigetreten, Alter. Jetzt geht doch mal weg da. Das ist ja wirklich unglaublich. So. Genau, da steht schon Matchmaking-Update. Aber gut, weiter. Also, negative Punkte waren jetzt eben Maps, kaum Struktur, weniger Skill benötigt, es gibt kein richtiges Skillsystem, zufällige Ordnance, Maps so groß, habe ich schon gesagt, zu wenig Waffen auf der Map und die random Waffenspawns und eben keine bestimmten Zeiten teilweise. Achso, und bei den weniger Skill benötigt ist zum Beispiel auch Hilltime, also King of the Hill oder Hügelkönig. Da steht zum Beispiel der Hill, das steht immer, wo der als nächstes spawnen wird und wie lange der noch da ist. Bei Halo 3 muss man sich das alles merken. Wenn der Hill da war, dann spawnt er als nächstes da unten. Das musste man als MLG Pro oder so wissen. Da konnte man sich einen Vorteil verschaffen. Wenn man die Waffenspawns wusste, wenn man die Hill-Spawns wusste, wenn man weiß, wie lange der Hill da noch ist. Also man konnte sich einfach durch Wissen einen Vorteil verschaffen. Und das Gefühl habe ich bei Halo 4 einfach nicht. So, aber das war's. Wie gesagt, das Spiel ist gut, okay? Es macht trotzdem noch Spaß. Und ich warte jetzt eben noch auf MLG und werde dann heute mal noch ein bisschen Team Sniper spielen. Aber das war's erstmal zu diesem doch etwas größeren Video schon. Ich hab's ja doch etwas größer ausformuliert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Halo 4 Video, was dann hoffentlich auch schon bald kommt. Spätestens am Wochenende, denke ich mal. Und ja, schreibt mal eure Meinung rein zu Halo 4 und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.